Hallo, ich bin Sarah Jasmin Vlies von Retter TV. Wir haben heute für euch einen ganz interessanten Gast, und zwar den Tobias Kahn von den Maltesern. Der Tobias war mit den Maltesern in Haiti im Erdbebengebiet. Tobias, willst du dich einfach vorher noch mal kurz vorstellen und uns erzählen, wie du zu den Maltesern gekommen bist und wie lange du schon dabei bist? Also ich bin Tobias Kahn. Ich bin seit 15 Jahren bei den Maltesern und habe angefangen als harmloser Zivi. Und bin dann im Laufe der Jahre einfach hängen geblieben, sozusagen. Also ich habe zwischendurch noch mal was anderes gemacht, aber immer nebenbei gearbeitet und bin jetzt eigentlich fest seit über 10 Jahren schon wieder in Gräfelfing, um genau zu sein. Du warst ja schon öfter im Ausland, und wie waren denn deine bisherigen Auslandseinsätze? Wo warst du denn vor Haiti? Auf diversen geplanten Einsätzen, sprich sowas wie so Sanitätsdienste in Santiago de Compostela in Spanien oder in Fatima. Oder dann so unsere auf nationalen Hilfseinsätzen, sowas wie Hochwasser. Und zuletzt war ich beim Tsunami in Thailand. Genau. Wann hast denn du beschlossen, nach Haiti zu gehen? Also das war ja relativ schnell in den Medien klar, dass es doch extremere Ausmaße angenommen hat. Wann hast du für dich entschlossen, ich kümmere mich darum, dass ich da hinkomme und helfen kann? Also ich für mich jetzt ganz in mir drin, hab's nach der ersten Meldung, habe ich mir beschlossen, also da würde ich gern, sowas reizt mich, ich weiß auch nicht, ich werde dann ganz, ganz unruhig. Jetzt ist nur so, es kann ja nicht einfach jeder hinfliegen und nach dem Motto, jetzt machen wir mal, dann macht man das Chaos nur noch größer. Und es kam dann nach gut 2 Wochen eine Rundmail aus der Zentrale in Köln von Malteser International, die über die örtlichen Dienststellenleiter wiederum Helfer gesucht haben. Und da habe ich mich dann beworben per E-Mail, habe geschrieben, was ich gemacht habe und was ich kann bzw. nicht kann, und wurde dann über ein Telefoninterview dann ausgewählt. Also da findet dann eine richtige Auswahlrunde statt. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann einfach schreibt, ich komme mit und ist dann schon dabei, sondern man muss dann auch schon ein bisschen was vorweisen können. Was habe ich gemacht? Wie sind meine Erfahrungen? Zumindest ein bisschen was. Also gerade bei einem Einsatz diesen Ausmaßes finde ich das auch sinnvoll. Jetzt, also die meisten meiner Kollegen, die mit vor Ort waren, bringen um einiges mehr Erfahrung als ich mit. Also ich war da eher so das Küken auslandstechnisch von der Einsatzerfahrung her. Aber das macht auch Sinn. Also das haben wir vor Ort auch gemerkt, dass die Leute mit viel Erfahrung einfach auch so einen Einsatz, ich sage jetzt mal verhältnismäßig professionell und in Anführungsstrichen locker abarbeiten. Wie sah denn die Organisation im Vorfeld aus? Vor dem Abflug, gab es da schon Treffen, gab es Meetings, gab es Einweisungen über das, was euch erwartet, oder wurde das alles dann erst vor Ort gemacht? Es gab Meetings, allerdings konnte ich nicht teilnehmen, weil die alle in Köln waren und es war einfach von der Kürze der Zeit nicht zu schaffen. Was ich zu tun hatte, ich war in Friedrichshafen bei der Firma EADS. Die haben uns Maltesern einen großen Überseecontainer spendiert, der als Hospital ausgebaut ist, als kleines. Und da war ich bei EADS einen Tag lang und habe mich von vorn bis hinten einweisen lassen auf diesen Container. Und der Rest ging per E-Mail und per Telefon und dann ab auf den Flieger.